So, willkommen bei Malida und zu einem weiteren Game auf dem Kanal, und zwar Lethal Company. Stahl ist schon ganz aufgeregt, der läuft schon hin und her. Der muss aber... Ja, du hörst uns immer noch, ne? Ja, ich höre. Okay. Ich hab nur geguckt, ob man irgendwie so rutschen kann, aber irgendwie geht das nicht. Nee, da geht, glaube ich, nicht. Also wie gesagt, Ziel des Spiels ist, wir arbeiten für eine sehr gute, mitarbeiterfreundliche Firma. Wie das aussieht beim Rennen. Das sah so scheiße aus. Oh Mann, ich sag nichts. Also wie gesagt, wir arbeiten für eine sehr mitarbeiterfreundliche Unternehmen, arbeiten wir, und müssen da irgendwie in 3 Tagen immer so eine gewisse... ja, Vorgabe erreichen an Wert, was wir irgendwie auf verlassenen Planeten finden, wo vergangene Zivilisationen gearbeitet haben oder so. Ich starte einfach mal ein Game, dann gehen wir sofort rein. Ich war vorhin ja schon mal kurz drin. Ich höre hier irgendwelche komischen Störgeräusche. Warte mal. Mit der rechten Maustaste könnt ihr übrigens scannen, ne? Ja, irgendwas scannt er, ne? Ja. Er hat uns ausgesperrt. So, warte mal, wie viel Kohle haben wir eigentlich? 60, warte mal kurz. Store. Flashlight. Flashlight. Kann man das mitnehmen, oder? Ja, ich kaufe jetzt gerade was, kurz. Aber ich glaube, man kann immer nur eine kaufen. Warte mal. Ich gebe schon mal unser ganzes Geld aus, ne? So, jetzt muss hier irgendwo gleich eine Rakete kommen, die uns irgendwie was bringt. Und Ziel des Spiels ist auf jeden Fall, wir müssen dann da irgendwie, da vorne ist dieser Main Entrance, also da rein irgendwie in das Ding und dann alles Mögliche rausholen. So, habt ihr, dann kommt mal mit, kommt mal mit. Das ist die Taschenlampe. Ja. Linke Maustaste machst du an und aus. So. Weil ich war vorhin schon mal in dem Spiel drin, um einfach zu wissen, wie ist die Mechanik und wie ist das mit dem Sound und so weiter. Man, ich hab nur einen Teil gelesen, braucht man die Taschenlampe auch, um Shadows oder so etwas. Ja, wir sind hier nicht bei Alan Wake, ne? Aber lass die Taschenlampe jetzt erstmal so lange aus. Oh, oder vielleicht doch einmal. Okay, also hier vorne ist noch zu. Oh, hier liegt schon was. Das können wir zum Ausgang tragen. Das ist glaube ich, zu groß für Inventarplatz. Ja, einer muss hier arbeiten, ne, Stahl? Aber, ich bin so wie man nicht. Nee. Ja. Ich sehe. Ich weiß nicht, ich sehe da irgendeinen Rauch. Wer ist denn mal mit mir? Wer war das denn jetzt hier? Stahl, war da unten was? Ja, hier ist eine Tür, aber. Es geht einfach ins Nirgendwo hin. Also man sieht gar nichts hier. Oh! And he's gone. Ja, und jetzt? Kommt jetzt wieder? Oh, hier. Nee, rechte Maustaste. Okay, jetzt kann ich, glaube ich, nur zuschauen. Ey, ich, zumindest kannte ich ja ein bisschen von der Mechanik hier, ne? Aber jetzt sind die auf sich allein gestellt. Ich bin mal gespannt. Oh, guck mal hier, links. Ah. Oh, oh shit. Yes. Komm raus! Wo bin ich? Oh, Mann! Seid ihr jetzt alle tot? Nein! Ach. Ist auch tot. Warum geht das Schiff jetzt? Nein. Malina wusste, das tue ich mir nicht an. Oh mein Gott.
most paranoid employee. Ja, also jetzt habt ihr gesehen, wie das Spiel funktioniert, ne? Jetzt haben wir nur noch, jetzt haben wir nur noch zwei Tage und wir haben keine Taschenlampen übrigens, ne? Was müssen wir holen, ne? Ja, das, was du da getragen hast, das wäre etwas, was wir hier ins Schiff bringen müssen. Da kannst du alles Mögliche finden. So Rubikswürfel kannst du finden, irgendwelche Quietscheentchen oder irgendwelche Metallstücke. Jo. Ja, wir müssen da wie gesagt einen 130 Wert irgendwie erreichen. So, als Vorarbeiter gehe ich mal vor, ne? So. Ja, es macht jetzt noch keinen Sinn irgendwie zum anderen Planeten oder so. Glaube ich. Ich gehe erstmal rein. Oh, diesmal ist hier sogar ein bisschen heller, Leute. Ja. Also ist die Box da wieder? Also Lockpicks können wir auch kaufen, dann können wir die Tür aufmachen, aber haben wir ja nicht. Oh Gott, wir haben keine Taschenlampe, kein gar nichts, ne? Ich glaube, hier ist nichts. Ja, egal, dann geht's ja nur nach unten, ne? Ja, wir müssen ja da rein, oder was? Ja, anscheinend. Irgendwo müssen wir ja was finden. Oh, hier ist Licht. Ah, hier ist dann... Ah, oh, nein, nein, was? Nein, da... Was da ist da? Da ist was, oder? Ja, ich habe da auch was gesehen. Oder? Nee, da ist nix. Wie, du warst doch noch nie beim Gucken, dann geh doch da hin, Stone. Ey, ist die Licht hier nichts rum? Nein, ich guck einfach mal hier hinten. Übrigens, wir haben nicht unendlich Zeit. Wir müssten irgendwann auch wieder zurück zum Schiff. Hört ihr mich denn noch? Oh shit, die hören mich glaube ich nicht mehr. Hallo, hallo, hört ihr mich noch? Oh Gott, hört ihr mich noch? Seid ihr irgendwo hier? Okay. Also habe ich hier zumindest irgendeinen Teil und einen Feier-Notausgang. Okay, ich gehe mal kurz runter. Also dieses Teil, was ich jetzt in der Hand habe, das ist auf jeden Fall zu groß, um es irgendwie wegstecken zu können. Wir haben 12.13 Uhr. Und man sollte sich abends, glaube ich, hier nicht mehr rumbewegen. So, ich gehe nochmal hier rein. Hört ihr mich? Peoples, hört ihr mich? Also ich finde, Discord wäre schon geil gewesen jetzt, ne? Okay. Value 55, okay. So. Monitoring Player. Irgendwo konnte man auch, ich glaube, switchen, ne? Ich tippe mal Other ein. Switch Player Name. Switch Player Name. Ah, okay. Switch zu Stahl. Switching Radar to. Nein.
Okay, Stahl ist da irgendwo drin. Alleine. Und steht einfach nur rum. Okay. Dann switchen wir mal zu... Other. Ah ne, ich könnte ja einfach switch Stone. Da. Hä? Aber View Monitor? Also View Monitor. Aber es sieht so aus, als wenn er sich gar nicht bewegt, ne? Tot oder was ist los? Gibt es irgendwo einen Statusmonitor? Die beiden sind bestimmt tot, 100 Pro. Warte, ich gehe mal raus. Weil ich glaube, wenn die tot sind, dann würden die jetzt gleich wiederkommen. Ich wüsste noch nicht, wo ich sehen kann, dass die tot sind. Jo, tot? Tot. Ja, ihr beide wart tot, ne? Wieso beide runtergefallen? Ich weiß. Ja, ich hab das hier noch besorgt. Ja, hab ich nicht gesehen, haben wir gesehen. Wir konnten nichts machen, wir konnten auch nichts sagen, ey. Aber hat Spaß gemacht, ey. Aber es sah so lustig, als du geguckt hast, wo wir sind und wir bewegen uns einfach nicht. Ja, ja, ich dachte mir erst, das ist ein Fehler vom Game hier. Ich so, dann einmal zu. Weil man muss ja echt dann sagen, Switch Leerzeichen Stone und Switch Leerzeichen Stahl. Dann siehst du die auf dem Monitor ja anders. Das ist aber cool. Ja, gut, ich lande einfach mal das Ding. Jo. Jo. Ich sag euch, ihr müsst euch an den Vorarbeiter halten. Und wir sollten beieinander bleiben. Was ist das denn für ein Kürbis? Er kam noch raus. Hä? Ja, da war zu Reifsand anscheinend. Ja, was ist das, Alter? Die hat weg damit. Hä? Und ciao. Er sagt Lande. Ja, du startest jetzt erst. Ja, wir sind so früh gestorben, das Spiel hat es gar nicht gecheckt. Oh. Ja, jetzt sind wir wieder da. Was war da passiert? Ja, Treibsand. Wir wollten uns nur eine Kürbis angucken. Oh, eine Ansage. Report to the company building immediately to sell your scrap metal and other goods. You have 7 days left to meet the profit quota. You can use the terminal to route the autopilot to the company building. Okay, also ich weiß jetzt nicht, ob wir jetzt nochmal landen können, weil das Dingen reicht nicht, um die Quote vom Unternehmen zu erreichen, Leute. Und was passiert, wenn wir das nicht schaffen? Tja. Aber weiter. Ja, ich weiß nicht, oder warte, wenn wir zur Company, dann müssten wir, glaube ich, hier Company eingeben. Ne, lass mal nochmal runtergehen. Scheiß auf die Quota. Scheiß auf die Company. Ich lande. Wie Stone so tut, als wenn das Lesen ihm jetzt was bringen würde.
wir können nochmal landen. Okay. Ja, ob das... Ja, ob gleich die Firma sauer ist, weiß ich nicht genau. Oder ob wir nochmal... Sind wir? Ey, das ist das... Wie heißt das? Nebel. Oh Gott. Also ich springe runter. Wo ist down? Ist das ein anderes Planet? Nee, das ist der gleiche. Wir sind ja noch kein einziges Mal zu einem anderen Planeten geflogen. Und hier vorne ist doch irgendwo die Leiter, oder nicht? Ja, die muss hier nach links. Wow, ich werd geschockt, ich werd geschockt, Leute, ich werd geschockt. Hier ist die Leiter. Ich bin schon fast tot. Wo ist der Stone? Stone? Ja. Oh, Gott sei Dank. Okay. Also Leute, ich bin wirklich schon fast tot, ne? Und du versteckst dich da schon. Ich will nicht mehr. Hey, aber jetzt ist diese Tür. Alles fürs Unternehmen. Wir sollten beieinander bleiben. Oh, war schon wieder was. Hä? Ja, er hat da was gefunden. Oh, ich hab einen Motor. Okay, lass erstmal hier liegen. Lass du erstmal hier liegen. Falls wir überleben, können wir es ja mitnehmen. Okay. Ah, Jetpack. Die alten Server hier. Ah. Oh, ich hätte gerne eine Taschenlampe, ne? Ich weiß, welche Firma die benutzt. Ist IT, davon haben wir keine Ahnung. Oh, hier liegt aber. Ne, hier liegt nur eine Steckdose. Ne? Da oben? Da ist nichts. Anscheinend. Was ist das denn für ein. Hä? Was ist das denn? Ist da eine Treppe nach oben? Okay. Wir haben aber zu viele Ressourcen, wir müssen was bauen. So, jetzt gehen wir einfach mal. Wir müssen das Budget ausschöpfen. Was ist das denn für eine Sackgasse hier? Oh, guck mal hier, also. Ne? Ja, das sind alles Gänge, die ins Nichts führen. Oh, hier liegt was. Okay, ich habe zumindest irgendwie so ein. Boah. Da gehe ich nicht rein. Ey. Oh, no. Was ist denn da? Ist das. Nichts. Das ist ja, hier ist noch eine Tür. Hier ist noch eine Tür. Hier ist Licht. Oh, hier da liegt war doch was. Nee, das ist auch nicht zum Leben. Oh, Alter! Ey, das war eine Mine, oder was? Ja. Und ich denke mir so, okay, vielleicht sollte man nicht drauf treten oder so. Ich wollte es nur aufheben. So, okay. Mein Körper weggeflogen ist. Lass uns zum Chef gehen und sagen, dass wir ihn rausmischen. Wir kündigen uns. Your performance has been deemed below standard. Welcome to our disciplinary process. Oh, what? Hat er gesagt, welcome to our disciplinary process? Ey, wir haben vier Tage geschafft. Das war das Training im Konferenzraum 1. Tutorial. Oh, warte. Okay, das war das dann mit der ersten Folge hier von Lisa und Kappen. Ey, warum machst du nicht aus? Einmal mit Profis. Ey, was ist das für eine Durchsage? Ey, das ist doch. Check the instruction manual and sign into your ship's computer. We trust you to be a great asset to the company. Oh Gott. Jetzt rappt er wieder, jetzt rappt er wieder. Acid.